quetschige Gesicht mit dem großen Kopf und den relativ kleinen Händen an der Stelle, hatte ich dann den Donald Trump-Moment und habe mich dann gefragt, warum man sich für dieses Design entschieden hat. Hi, ich habe mir die Neuinszenierung von Wicked in Hamburg angeguckt und möchte euch darüber natürlich berichten. Ich versuche diese Review so kurz wie möglich zu halten und so wenig zu spoilern wie möglich, also fingers crossed, dass es funktioniert. Deshalb starten wir einfach direkt mal mit der Story und damit ich jetzt nicht schon direkt zu sehr ausufere, werde ich einen Teil aus der Pressemappe von Wicked vorlesen, wo Stage das schon ganz gut zusammengefasst hat, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denn ich finde es eigentlich ganz spannend, weil die Leute, die sich mit dem Thema eh auseinandersetzen, ihr wisst eh, worum es geht, und für alle, die noch nicht mit dieser Materie zu tun hatten, für die wird auch noch nichts gespoilert oder zu viel vorweggenommen. In der Pressemappe von Stage steht Folgendes. Im Mittelpunkt von Wicked steht der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Täuschung und die besondere Freundschaft zweier Hexen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf ihrer aufregenden Reise durch das smaragdische Zauberreich von Oz lauern jede Menge Gefahren, die sie gemeinsam überwinden müssen. Arm in Arm, Herz an Herz, finden sie so heraus, was wahre Freundschaft wirklich bedeutet. Wicked erzählt auf tragisch schöne Weise, wie aus den Rivalinnen Elphaba und Glinda unzertrennliche Freundinnen werden. Es ist die Geschichte von zwei starken und mutigen Frauen, die Intoleranz und Ausgrenzung erleben, die für Vielfalt kämpfen und Stigmatisierung zu spüren bekommen. Und es geht um die Suche nach der Grenze zwischen Gut und Böse. Aber wer entscheidet überhaupt, was gut ist und was böse? Eine Frage, die heutzutage wieder relevanter ist als je zuvor. So, es handelt sich bei Wicked in Hamburg jetzt natürlich um eine Neuinszenierung und da werde ich jetzt natürlich auch einiges über Neuerungen sagen oder auch andeuten. Wahrscheinlich werde ich auch öfter mal das alte Wicked sagen, damit meine ich die Original-Wicked-Inszenierung, wie sie immer noch am Broadway und auch, glaube ich, in London immer noch läuft. Und dann spreche ich auch von dem neuen Wicked und damit meine ich dann natürlich die Inszenierung der Stage Entertainment. Also was auf jeden Fall ins Auge springt, ist das komplett neue Bühnenbild. Hier wurde einfach komplett alles auf links gedreht und einmal komplett ein Salto vorwärts, rückwärts, Flickflack hier und hinten dort gemacht. Und hier wurde einfach nochmal richtig viel aus dem Stoff rausgeholt und ich hatte es auch schon auf Instagram geschrieben, hier wurde richtig viel Hirnschmalz und Kreativität nochmal ins Bühnenbild und in diese Neuinszenierung reingearbeitet. Und das Bühnenbild, das ist ein bisschen wie bei Bad Out of Hell, kommt das Bühnenbild quasi in den Zuschauerraum rein. Da fliegt dann oben an der Decke eine Kuh und ein Lampenschirm und so weiter und so fort, abgeknickte Bäume. Das macht erstmal eine ganz gute Welt auf. Und ich habe dies so interpretiert, dass wir in das Auge eines Sturms reingucken. Also the eye of the hurricane, wie man auch so schön sagt. Dort gucken wir rein, weil es ist so ein bisschen gebogen und die Yellow Brick Road, die im Hintergrund auch noch zwei Bögen schlägt, die gibt nochmal so eine Tiefe, als ob man sich in so einer Spirale befinden würde. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön und sehr interessant und sehr gut umgesetzt. Und genau, die sonstigen Szenen und Setbilder, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also immer, wenn es einen Ortwechsel gibt, gibt es auch tatsächlich einen Kulissenwechsel. Diese Kulissen sind auch immer sehr detailreich und fantasievoll geschmückt und ausdekoriert. Es gibt sehr viele Set-Pieces, also es ist sehr aufwendig. Also das Theater ist, glaube ich, gigantisch groß, dass man so viele Bühnenteile überall unterbringen kann. Wirklich sehr opulent so zu sehen und dagegen wirkt die originale Inszenierung schon fast minimalistisch. Die Inszenierung ist jetzt halt insgesamt sehr modern. Es wird auch viel mit Projektionen gearbeitet, die auch aber alle gut aussehen. Also da dachte ich jetzt an keiner Stelle, da hätte man für den 3D-Artist oder Motion-Designer dann doch nochmal irgendwie ein paar Euro mehr ausgeben müssen. Das war alles schon sehr hochwertig gemacht. Aber es gab auch so zwei Kleinigkeiten, die ich nicht so gelungen fand, muss ich sagen, wo ich quasi die Originalinszenierung in dem Fall dann stärker finde. Also angefangen mit dem Auftritt von Glinda. In der Originalversion schwebt Glinda ja in einer Art Draht-Metallgestell ins Bild rein und dies verschießt dann noch Seifenblasen.
Und in der Neuinszenierung ist es jetzt so gelöst, dass pinke Neonröhrenkreise ins Bild reinschweben mit einer milchigen Folie davor gespannt, dass man Glinda halt gar nicht sieht. Also Leute, die die Show nicht kennen, erahnen wahrscheinlich auch gar nicht, dass Glinda so anreißt. Und diese Neonringe, die positionieren sich dann an der finalen Stelle, wo Glinda dann auftaucht und da macht es dann einmal plopp und dann steht sie da. Also das finde ich in der Originalinszenierung dann tatsächlich schon schöner gelöst. Eine andere Sache, die jetzt nicht schlecht war, aber ich fand sie sehr irritierend und meine Begleitung hatte genau denselben Einfall wie ich in dem Moment. Der Zauberer von Ast, der hat ja so eine Statue, durch die er spricht, um groß und bedrohlich zu wirken, um ein bisschen Angst zu verbreiten, die Leute einzuschüchtern. Und in der Originalinszenierung war dies ja so ein Metallkopf, der auch eindeutig als Puppe zu erkennen war, aber es war halt ein gigantischer Metallkopf quasi. Und in der Neuinszenierung ist es jetzt wie eine große Statue, die schon sehr menschlich aussieht, wo dann auch ein Gesicht drauf projiziert wird, wenn der Zauberer anfängt zu sprechen. Und als das Gesicht noch nicht auf dieser Statue drauf war, dachte ich im allerersten Moment, warum sieht diese Statue denn jetzt aus wie Donald Trump? Also auch eher wie eine Karikatur von Donald Trump, weil die Frisur hat irgendwie gepasst. Dieses quetschige Gesicht mit dem großen Kopf und den relativ kleinen Händen an der Stelle, hatte ich dann den Donald Trump-Moment und habe mich dann gefragt, warum man sich für dieses Design entschieden hat, ob man bewusst auf so ein Design gegangen ist, damit bewusst diese Assoziation kommt, dass es Donald Trump sein könnte, oder ob das jetzt reiner Zufall ist und nur ich und meine Begleitung das so rein interpretiert haben. Ein weiterer Punkt, der sich natürlich jetzt durch die Neuinszenierung radikal verändert hat, sind die Kostüme. Die Kostüme, muss ich sagen, haben mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Bei Elphaba hat sich meines Erachtens jetzt auch nicht so viel verändert. Also sie trägt weiterhin ein schwarzes Kleid und eine schwarze Mütze. In dem schwarzen Kleid sind noch grüne Elemente vorzufinden. Das ist alles sehr passend und stimmig. Glinda hat hauptsächlich eigentlich nur noch pinke Klamotten, was ja auch irgendwie passt, weil ja auch mal davon gesprochen wird, dass pink bzw. rosa gut zu grün passt. Und in der Originalinszenierung hat Glinda ja auch viel blau an. Das passt also auch. Also auch dieser, dieses Finalkleid von Glinda, was ja schon, es hat schon sehr viel so Lady Gaga-Momente irgendwie vom Style her irgendwie. Passt aber auch zu der zu dem Charakter und der Figur. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die Kostüme sind auch gut gelungen. Ist natürlich alles Geschmackssache, zum Beispiel das Gardehauptmann-Kostüm von Fiero finde ich jetzt nicht so stark. Da hätte man vielleicht auch irgendwie was Glamouröseres, Pompöseres, Adligeres machen können, weil es sieht dann schon recht simpel aus irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, es tut dem jetzt kein Abbruch irgendwie, es funktioniert auch so. Wo ich ein bisschen erstaunt war, wo sich weitere Dinge geändert haben, weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin, dass auch hier Veränderungen stattfinden, sind Texte. In sehr vielen Liedern und auch Dialogzeilen wurden Textpassagen geändert. Das ist vor allem natürlich aufgefallen, wenn man natürlich die Originallieder noch so ein bisschen im Kopf hat und man jetzt so denkt, okay, als nächstes kommt dann diese Zeile, oder man ist innerlich schon quasi am Mitsingen, weil einen diese ganze Show und Inszenierung so mitreißt, und dann kommen plötzlich andere Textzeilen. Da war ich kurz verwundert, aber jetzt auch nicht erschrocken, weil im Großen und Ganzen haben die Textänderungen jetzt nichts dazu getan, was jetzt großartig anders ist. Es sind halt andere Texte, die jetzt aber auch, die man so machen kann. Sie verändern die Geschichte nicht oder sonst dergleichen, wo sich dann natürlich die Frage stellt, muss man die Texte dann ändern? Warum hat man das dann nicht so gelassen, wie es war? Es war ja gut so, wie es war, aber kann man machen, habe ich jetzt auch erstmal nichts zu beanstanden, denn auch durch neue Texte gibt es dann natürlich in dieser Neuinszenierung noch mehr Neues zu entdecken.
Auch die Choreografien haben sich natürlich aufgrund der Neuinszenierung stark verändert. Auch hier würde ich voll mitgehen, es sah alles gut aus. Ich hatte jetzt an keiner Stelle das Gefühl, dass ich jetzt sagen würde, das sah jetzt aber weird aus oder was sollte das? Also im Zuge der Neuinszenierung mit dem neuen Umfeld und dem neuen Kostüm würde ich schon sagen, dass auch die neuen Choreografien sehr gelungen sind. Man kann natürlich nicht über Choreografien sprechen, wenn man jetzt nicht auch zu den Darstellern und Darstellerinnen kommt, die diese ausführen. Und da muss ich an dieser Stelle auch Stage Entertainment ein großes Lob aussprechen, denn das Casting ist schon im Vorfeld herausragend gewesen, möchte ich sagen. Das Ensemble und auch die kleinen Rollen waren alle super gut besetzt. Man konnte zu jedem Zeitpunkt den größten Teil der Texte verstehen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, da ja auch viele nicht-deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen an Bord sind. Aber hier gab es wohl gutes phonetisches Training, wodurch die Aussprache zu jedem Zeitpunkt eigentlich gut gewährleistet war. Denn auch meine Begleitung, die mit dem Stück noch nicht so viel zu tun hatte, hat eigentlich alles verstehen können. Und das ist ja auch schon mal ein großer Vorteil und eine Erwähnung wert. Aber nicht nur das Ensemble, sondern auch die Hauptdarsteller konnten sich sehen lassen. Und da möchte ich auf ein paar Darsteller nochmal einzeln eingehen, weil diese mir besonders positiv aufgefallen sind. Und zwar einmal Glinda-Darstellerin Janine Michelle Wacker. Und auch hier war ich sehr von ihrem Spiel überzeugt, denn sie hat es sehr gut hinbekommen, diese narzisstische Art von Glinda zu verkörpern, auf diese überhebliche, überdrehte Art, aber es war auch nicht zu überspielt, was ja dann oft irgendwie mal so der schmale Grat ist, irgendwie zu viel zu gestikulieren und zu cartoonig in irgendeiner Art und Weise zu sein, weil man zu groß spielt. Den Drahtseilakt, den ist sie gut gegangen, würde ich sagen, weil ich es ihr auch abgekauft habe. Ich habe Janine schon mal privat kennengelernt, weil sie schon mal bei einem meiner Musical-Dinner dabei war und sie ist wirklich eine sehr reizende, nette Persönlichkeit. Daher fand ich das Spiel von ihr, diese überhebliche, narzisstische Glinda zu spielen, die auch ihre Liebenmomente hat, sehr, sehr, sehr gut. Auch sie hat natürlich sehr viele Lieder zu singen und muss auch immer viel in Kopfstimmenhöhe singen und das ist sicherlich auch irgendwie anstrengend, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit in Kopfstimme irgendwie unterwegs wäre. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also auch hier gut gespielt und gut gesungen. Und nun abschließend einfach die Darstellerin für mich des Abends. Und zwar ist das Vaiane Feinenbosch als Elphaba. Und ich war wirklich hin und weg, muss man sagen. Sie hat eine wirklich außergewöhnliche Stimme. Sie kann sehr tief singen, sie kann hoch singen. Sie hat so eine Stimmfarbe, die ich super angenehm fand zum Hören. Sie hat so viel Power in ihrer Stimme. Also ihr gutes Tun und frei und schwerelos waren einfach wirklich, wirklich großartig. Und ich bin großer Fan jetzt. Und ja, also da gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Sie spielt sehr gut und überzeugend. Und dieses Gesamtpaket, also sehr gut gecastet, wirklich eine Top-Darstellerin, die hier die Elphaba verkörpert. Mein Fazit des Abends also, wunderbare Neuinszenierung, tolles neues Setting, also Bühnenbild, wunderbare Darsteller, tolle Choreografien. An der einen oder anderen Stelle gehe ich nicht so ganz mit, das muss ich jetzt aber auch nicht so sehr im Detail ausführen. Also ich hatte ja schon zwei Dinge erwähnt, das sind einfach geschmäcklerische Sachen. Nichtsdestotrotz kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch diese Neuinszenierung gerne an, macht euch ein eigenes Bild von dieser Inszenierung. Ich kann an dieser Stelle nur für mich sprechen, dass es mich sehr begeistert hat und ich es mir definitiv auch nochmal angucken möchte. Vielleicht von ein bisschen weiter vorne, weil ich saß jetzt in Reihe 20, da hat man einen schönen Gesamtüberblick, man kann alles sehr gut erkennen, aber ich würde es gerne auch nochmal von ein bisschen weiter vorne sehen und ja, damit bleibt mir nichts anderes zu sagen. Schaut es euch an, überzeugt euch selber. Ich würde der Neuinszenierung insgesamt 4,5 von 5 Sternen geben. Ich probiere jetzt mal ein Sternesystem aus. Und ja, viel Spaß damit weiterhin im Theater. Macht's gut, bis dann. Ciao.